So. Hallo liebe Leute, heute möchte ich euch was vorstellen. Vom Gartenwerk Power Amboss Astschere. 45 mm Schnittsteige. Kraftsparende Schneide durch Getriebeübersetzung Aluminiumschenkel. Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie die Windel hier läuft von der Kamera. So, das sieht. Ja, ich muss das so machen. Ja, keine Ahnung, wie dick die Stimme ist. Jedenfalls ist es dick genug. Wenn wir das jetzt reinnehmen, muss man irgendwann mal einen Kameraassistent zulegen, sonst wird es nicht. Und dann kann ich hier die Getriebe setzen. Das Ding hier. Ich wollte eigentlich die Gartenschere vorstellen und nicht die Kraftakt im Garten. So sieht das Ding aus. Bei Lidl gibt es die für 13 Euro. Ja, vorhin hat sie mitgebracht, weil ich hatte erstmal so ein Teil. Und dann weiter. Erst dieses Teil auch vom Lidl, aber diese Äste nicht mehr. Selbst so kleine Äste, also klein, na gut, schon groß, packt die nicht mehr. Dann hat die Freundin hier dieses Power-Ding mitgebracht. Also ich gehe mal davon aus, dass man auch wahrscheinlich den Arm durchschneiden kann. Muss man nicht. Muss ich jetzt nicht vorführen. Aber ich kann euch das mal zeigen. Das dickste, was ich so greifbar habe, ist dieses Teil hier. Das werde ich mal da rein tun. Das heißt, ich brauche einen Assistent, weil wenn man da gewünscht ist und auch mit solchen Sachen mitmachen will, kann gerne kommen. Dann machen wir das gemeinsam. Weil allein ist eigentlich so eine, immer so eine Vorführung, ist ein bisschen blöd. Ihr seht, das Ding ohne große Kraftaufwand, fertig aus. So. So, das ist eigentlich alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich werde hier weiter Garten machen, werde. Also Rasenmäher und so Sachen. Ein paar Bäumchen ausreißen. Und dann muss es gleich der Häcksler jagen. Gartenarbeit machen. Ist schon viel. Ich bin ja nicht so ein Gartenfreund. Ich mache das der Freundin zuliebe. Und ja, bin ja der PC. Das macht die Freundin nicht auch nicht. So ist es halt ein Ausgleich, den sage ich. Ja, also ich wünsche euch eine gute Zeit. Und dann sehen
man sich bald wieder, wenn ich dann wieder was weiß, vorstelle. Macht's gut, tschüss.